Ein neuer Arc-Wipe. Viele kleine Basen mit wenigen Turrets, doch großem Profit. Doch um an all diesen Loot zu kommen, brauchen wir Flak-Blueprints. Doch wo farmt man diese am effektivsten? Genau das zeige ich euch in diesem Video. Wenn euch mein Content gefällt und ihr mehr hilfreiche Tipps und Tricks sehen wollt, könnt ihr mir mit einem Like oder einem Abo unheimlich helfen. Auch könnt ihr das Video gerne mit euren Freunden teilen, damit diese auch auf dem neuesten Stand bleiben. Schon seit längerem diskutiert quasi jeder Tribe in Arc, wo und wie man am schnellsten zum Anfang eines Webs Flak-Blueprints bekommt. Ich habe jetzt einige Zeit damit verbracht, mit Hilfe von Angaben aus dem Wiki und einer guten Dosis Wahrscheinlichkeitsrechnung das exakte Verhältnis für Flak-Blueprint-Chancen jedes Drops zu berechnen. Ich werde euch jetzt die Top 3 Locations vorstellen, an welchen ihr statistisch gesehen die meisten Flak-Blueprints ergattern könnt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um alle wertvollen Tipps und Tricks zu verstehen. Der dritte Platz wird einige Leute stark überraschen, und zwar handelt es sich hierbei um Aberration Cave Drops. Um genau zu sein, um lilane und rote Drops, welche ihr sowohl in der Glowtail als auch Shadow und Stalker Cave finden könnt. In allen Caves habt ihr bei beiden Dropfarben eine ca. 10%ige Chance auf ein Flak-BP. Das hört sich zu Anfang zwar gut an, berücksichtigt man aber, dass zwei dieser drei Caves sehr beliebte Bauspots sind, ist diese Wahl nur für leicht bespielte Cluster bzw. Server, auf denen diese Caves nicht von Anfang an umkämpft sind, zu empfehlen. Platz 2 findet ihr überraschenderweise auf derselben Map. Und zwar handelt es sich hierbei um die Surface Drops. Die Drops, die ihr nur bei Nacht an der Oberfläche von Aberration sammeln könnt, da euch sonst tagsüber die Sonne verbrennt. Hierbei gilt es, sich die lilanen, gelben und roten Drops mit Ring zu schnappen. Sie haben auch ungefähr eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, ein Flak-Blueprint zu enthalten, sind aber empfehlenswerter als die Drops auf Platz 3, da die Surface-Eingänge wesentlich weniger bebaut werden als die beliebten Caves auf selbiger Map. Auf Platz 1 sind konkurrenzlos die Underwater Cave Drops. Hier sollte man am ehesten die blauen Drops mit einer 18% Chance jagen, dicht gefolgt von den roten mit einer 14% Wahrscheinlichkeit. Am schlechtesten sind hierbei die gelben Drops, welche dennoch eine 12%ige Wahrscheinlichkeit auf ein Flak-BP aufweisen. Wichtig zu beachten ist, dass die Underwater Drops der Map Island die gleichen sind wie auf Crystal Isles. Ich empfehle jedoch Crystal Isles, da man dort einfachere Routen abschwimmen kann und die Drops wesentlich schneller respawnen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Wiki, wo ihr euch das Ganze selbst noch einmal genauer anschauen könnt. Ebenso habe ich ein von mir erstelltes Spreadsheet verlinkt, auf dem die Wahrscheinlichkeiten für quasi jeden Drop auf jeder Map aufgelistet sind. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, zeige es mir mit einem Like, Abo oder einem Kommentar. Tschüss!